ihr mögt die Bridgertons und ganz besonders die zweite Staffel, ja, dann habe ich wahrscheinlich für euch das richtige Buch. Es erinnert sehr daran und ich hoffe, dass es sich an, also im ersten Moment erinnert es daran, danach entwickelt es ein Eigenleben und ja, ich hoffe sehr, dass es so eine Reihe wird, weil ich möchte gerne weiterhin die Familie Darlington besuchen und herausfinden, wie die anderen Schwestern unter die Haube kommen. Also, aber bevor ich jetzt starten kann und kann euch berichten, es ist eine Dauerwerbesendung, weil ich könnte eure Kaufentscheidung beeinflussen. Alles dazu findet ihr unten in der Infobox, genauso wie Zeitstempel, wo ihr gleich, wenn ihr sagt, ach, hab genug gehört von dem Buch, ich will die ähnlichen Bücher sehen, könnt ihr gleich weiterspringen. Ja, worum geht es? Es geht um Tamira. Tamira ist mit ihren Geschwistern, also ihren Schwestern, jetzt aus Indien nach London gekommen. Ihre Eltern sind bei Unruhen ums Leben gekommen. Jetzt steht es an der Tante oder ist es an der Tante, sie zu verkuppeln. Die macht das mehr widerwillig und möchte die Mädchen möglichst gut und schnell aus dem Haus haben. Die ist jetzt nicht froh, dass gleich die ganze Schar von Mädchen auf sie zugeflogen kam. Ich weiß gar nicht, wie viele Schwestern sind es. Sie, ihre Schwester, die jetzt unter die Haube kommen soll, die Zwillinge und noch eine 5 Schwestern, kann das sein? Jedenfalls, ja, wenn so viele Mädchen auf einmal im Haus sind und es wird eine Saison nach der nächsten für die vorbereitet, dann ist es gut, wenn sie auch dann wirklich aus dem Haus kommen. Die eine, die älteste, Tamira, sagt gleich, ich habe mit der Liebe nichts zu tun, ich möchte auch nicht verkuppelt werden, ich werde ein kleines Cottage erben, ich habe mein kleines Auskommen, ich möchte schreiben. Nein, danke, ich bin nicht interessiert, ich helfe jetzt nur hier in London, meine Schwestern unter die Haube zu bringen, dann bin ich weg. Bye, bye. So, und ja, es geht leider, oder was heißt leider, es geht nicht nur, für sie ist es leider, dass es sich nicht nur darum rankt, dass ihre Schwester verkuppelt werden soll. Nein, es gibt noch einen anderen Plot, und zwar das Familienerbstück, ein sehr wichtiges Familienerbstück, ein magisches Familienerbstück, halt verloren gegangen ist und irgendjemand jetzt in London es besitzt. Sie hören es auch rufen und sie versuchen es zu finden. Die Familie, die Mädchen haben auch einen Beschützer. Sie haben einen Tiger und einen Vogel als Beschützer, die magisch mit ihnen kommunizieren können, zumindest mit 2 von ihnen. Und ja, es wird immer auch eine magische Grenze, so magische Realität irgendwie. Es ist, mit Träumen wird gearbeitet und ihr habt halt wirklich diese Traumbilder von Vogeln und Tiger, die über die Mädchen wachen. Wie hat es mir gefallen? Kommen wir jetzt doch dazu. Also jedenfalls erste Saison, sie trifft noch auf einen Duke, der Duke hilft ihr. Na, so, das zum Thema Story. Ja, wie ich es fand. Ich fand es gut. Ich mochte es wirklich. Ich habe mich wohlgefühlt mit den Charakteren. Ich habe gerne mit ihnen Zeit verbracht, ob mit Tamira, ihren Schwestern. Ich möchte sie gerne noch einen ganzen Weg lang begleiten. Ich möchte wissen, was aus dem Mädchen wird, weil ich sie einfach mag. Ich habe wirklich gerne Zeit in diesem Buch verbracht mit den Schwestern. Und jetzt gefällt es mir gar nicht, dass ich nicht gleich weiterlesen kann und kann gucken, dass auch den anderen Mädchen es am Ende der Reihe gut gehen wird. Ich hoffe doch sehr, dass es eine Reihe wird. Ja, es ist natürlich, es werden Missstände von 1800 aufgegriffen, spielt 1811. Es geht darum, wie sie als indischstämmiges Mädchen halt behandelt wird. Ihr Vater war Inder, ihre Mutter Engländerin. Und ja, ihr habt diese Kulturen, ihr habt aber auch eine Szene mit drin und ihr habt mich ja auch gebeten, euch da auch zu warnen. Da wird ein Affe erschossen. Es wird auf die Missstände damals mit den Tierausstellungen halt hingewiesen. Das finde ich alles nicht ganz so toll. Wenn ich weiß, das ist Meinungssache, ne? Also das ist völlig unterschiedlich, wie man das auffasst. Wenn ich lese ja nur zur Unterhaltung. Ich lese, wie andere Leute gucken Fernsehen, ich lese. Und
ich will mich dabei nur entspannen. Ich habe ja nicht umsonst dieses Liebesroman-Genre für mich zu dem Eckpfeiler gemacht, einfach damit ich mal von dieser Realität wegkomme. Ich brauche da nicht, dass auf Missstände hingewiesen wird. Ich brauche garantiert keine Tiere, die erschossen werden, weil das hasse ich wie die Pest in Büchern. Es wurde jetzt nicht sehr dramatisch geschildert, aber es war schon so das Haar in der Suppe. Ich fand es unnötig. Also ich finde überhaupt, dieses Genre ist für mich absolut ein Fluchtgenre. Weg von der Realität und nicht, komm, wir haben hier eine nette Unterhaltung, aber wir gehen noch auf die Missstände ein. Da muss ich drauf vorbereitet sein. Wie bei Rebellen von Oxford war ich weitgehend darauf vorbereitet, aber dann doch nicht, dass es so sehr in die Tiefe gegangen ist, bezüglich der Bergarbeiter damals zu der Zeit, wie mit denen umgegangen wurde. Aber das ist mein persönliches Empfinden, dass ich es halt wirklich als pures Fluchtgenre nehme, um wieder Kraft für die Realität zu finden, um einfach zu relaxen und zu entspannen. Und ich will da nicht mit den Problemen der Welt konfrontiert werden. Ist hier ein bisschen mit dran, aber es hält sich absolut in Grenzen, so dass ich es wirklich noch genießen konnte. Es hat Spaß gemacht. Also es hat Spaß gemacht, Zeit mit ihnen zu verbringen. Okay. Das, woran sich viele stören könnten, ist diese ich mag keine Traumsequenzen in Büchern. Und das hat mich auch ein bisschen gestört, dieses, haben sie sich jetzt im Traum begegnet, tun sie es nicht. Was ist das jetzt mit Vogel und Tiger? Das fand ich auf der einen Seite sehr schön, auf der anderen Seite weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ob es zu dem Buch wirklich gepasst hat. Da muss man schon der Typ für sein. Es macht das Buch zu etwas Besonderem, es macht es speziell, aber ich kann nicht sagen, dass ich es geliebt habe, diesen Aspekt mit Vogel und Tiger. Ich fand die Idee an sich sehr schön, aber es hätte weit weniger Raum einnehmen können. Es war auch ein bisschen lang, das Buch. Aber insgesamt hat es Spaß gemacht, es zu lesen und ich kann es euch empfehlen. Also ich werde auf jeden Fall, wenn die Darlingtons irgendwann wieder da sind, will ich den nächsten Band haben, möchte wissen, wie es mit den Schwestern weitergeht, weil sie mir einfach so grundsympathisch sind. So, und dann würde ich sagen, kommen wir zu den ähnlichen Büchern. Und natürlich, ich habe es eben schon gesagt, die Bridgertons sind eine Serie, die in der Regency spielt, in die auch diesen Konflikt von zwei Kulturen, die aufeinandertreffen, ja auch aufnimmt. Und ganz besonders die zweite Staffel kommt einem dann natürlich in den Sinn, weil die Schwestern indischstammig sind. So, weg von den Bridgertons kommen wir jetzt zum Schatz vom Black Hope Hall. Da habt ihr halt einen Landsitz, ihr habt einen Schatz, der gefunden werden muss. Ähnlich wie bei den Darlingtons, halt dieses Familienerbstück. Es geht um Wahrsagerei, es geht um Medien, die vielleicht real sind, die vielleicht auch nicht real sind, also die Betrüger sind oder nicht. Und es geht um Träume und dass in Träumen sich einiges zeigt, was vielleicht wahr sein könnte. Ich mochte das Buch am Anfang sehr, dann weniger, aber insgesamt, wer sich für Wahrsagen, Seancen, Schatzsuche, diese Sachen interessiert, der sollte sich das angucken. Ich glaube allerdings, es spielt im Viktorianischen. Wenn ich dazu eine Besprechung damals abgedreht habe, findet ihr es in der Infobox und ansonsten wünsche ich euch jetzt einfach nur noch eins. Schöne Lesestunden. Wenn euch dieses Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen hoch oder einen positiven Kommentar, vielleicht auch beides. Und ihr könnt uns ja auch besuchen auf dem Glimmerfee Hauptkanal. Da findet ihr Büchervlogs, da findet ihr Lesemonate, da findet ihr wir als Leser, wo wir berichten, was unsere Lesemacken sind und so weiter. Also noch ganz viel Büchercontent auch auf unserem Erstkanal. Hier findet ihr ja bisher nur die Einzelbesprechung. Also, ich wünsche euch richtig schöne Lesestunden. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.